Hallo zusammen, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Antje und heute ist das Wanderpaket der Gruppe 3 wieder bei mir angekommen. Wenn ihr wissen wollt, was im Paket ist, dann bleibt doch gerne dran. Ja, das Wanderpaket der Gruppe 3 ist wieder bei mir angekommen. Wir werden es gleich zusammen auspacken. Schnappt euch was zu essen, was zu trinken, macht es euch gemütlich und dann starten wir auch mit dem Auspacken. Ich bin mega gespannt, was hier drin ist, ob ich hier wieder was für mich finde oder auch nicht. Das Prinzip von den Wanderpaketen kennt ihr ja. Also hier in diesem Paket sind Produkte drin, die gucke ich mir an. Wenn sie mir gefallen, hole ich mir was raus und ich packe dafür Sachen rein, die ich nicht mag, wegen der Konsistenz, Duft oder sonstigen Dingen. Und die aber einfach zu schade sind zum Wegwerfen. Es gibt ein paar Produkte, die man nicht gebraucht reinpackt, also Lippenprodukte, Augenprodukte, ne? Also so Mascara nicht, Lippenstift nicht, Lipgloss nicht, ne? Alles, was so flüssig ist, ist manchmal ein bisschen schwierig. Ansonsten kann man die Sachen, wenn man sie ausprobiert hat, also so hier reinpacken und sich dafür Sachen rausnehmen, die man gerne haben möchte. So, wir starten jetzt einfach mal. Und ich glaube, das hier ist etwas, was es beim Action gibt, oder? Ich weiß es nicht genau. Bondi Beauty Cream? Ne, The Beauty Department? Keine Ahnung. Amber Sun Insulted Caramel? Wie soll das denn riechen? Muss man die Nase da dran halten. Ich kann mir gerade nicht vorstellen, wie das riechen soll. Also der Duft ist relativ angenehm. Also ist jetzt nichts Penetrantes, also es gibt ja hier so andere Körpercreme, die, wenn man da die Nase drin hält, da ist das deutlich heftiger. Aber ich habe keine Ahnung, ob das... Ja, ich werde die hier nicht nehmen, weil ich werde sie sowieso nicht benutzen, kenne ich doch. Ah, so, hier ist ein Täschchen drin. Gucken wir jetzt einfach mal. Natural Bee Lip Balm. Ich habe so viele, brauche ich nicht. Was haben wir hier? Balea Duschgel After Sun, befreit von Sonnencreme-Rückständen, entfernt Rückstände von Chlor- und Salzwasser mit Cooling-Effekt. Das hole ich mir, glaube ich, mal raus. Weil vielleicht fliegen wir ja dieses Jahr noch in Urlaub oder auch nicht. Oder mit den Kindern jetzt an. Wenn wir dann im Urlaub sind, sind wir zwar in den Niederlanden, aber vielleicht ist das Wetter schön und dann gehen wir da ja auch ins Schwimmbad und dann brauchen wir auf jeden Fall sowas. Dann haben wir hier von Hawaiian Tropic Silk Hydration Protective Sun Lotion. 12 Stunden Feuchtigkeit, SPF 15. Ich glaube, das hole ich mir auch mal raus. So, was haben wir denn noch alles Hübsches? Jetzt kommen ein paar einzelne Produkte. Concealer. Nein, brauchen wir nicht. Haben wir hier so einen kleinen Eyeliner-Stift. Brauche ich aber auch nicht. Hier, das ist von Pupa Milano Vamp. Das hier ist einer von mir und zwar ein, ist das ein Eyeliner? Ach Gott, Eyeliner, genau. Den lege ich mal hier hin, dann mache ich ja wieder eine Verlosung für euch. Dann Nude Sticks haben wir hier. Dann haben wir Juvia's Place. Ich habe mir wieder meinen Nagel kaputt gemacht, ich kriege das auch immer hin. Bronzer. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Wir fahren Bronzer, aber brauche ich mir nicht holen. Ich habe so viele Bronzer hier. So, dann haben wir hier einen Lippenstift von mir. Das ist jetzt hier in der Farbe. Den werde ich dann auch an euch verlosen. Der ist ja wieder zurückgekommen. So, dann haben wir hier The Cure Barrier Booster. Brauche ich nicht. Und dann Wet n Wild. Lasse ich auch drin. Eine Glossy Box. So, was haben wir hier? Tuft Gliss Hair Repair Sticky Smooth Glättungscreme für geschmeidiges, glattes Haar. Glätteres Haar ohne Glätteisen. Das behaupten die immer. Ja, muss ich aber wieder füllen, habe ich ja keine Lust drauf. So, hier von Dr. Edgar. Lieblingsfruchtaufstrich zum selber machen. Nein, brauche ich nicht. Ein Tütchen von der My Little Box. Ach, hier sind so Ohrringe drin. Nee, brauche ich nicht.
James Reed Gradual 10. Nein. Ups. Hier haben wir eine Anti-Dandruff. Ein Shampoo von Vichy. Brauche ich nicht. Und hier von Pure 97. Lass ich auch drin. Nächste Glossy Box. So, von Judith Williams. Beautiful, powerful you. Was steht denn hier? Florale Bouquet aus Jasmin-Orangenblüte, eingebettet auf cremiger Kokosnuss mit magisch anziehenden Moschusakkorden, hüllt sie in Sinnigkeit und Zauber. Ach ja? Na dann, gucken wir mal, ob dem so ist. Oh, das Balkon ist ja schon süß, ne? So, ich sprühe das mal in das Deckelchen rein. Irgendwie hat es ein bisschen was. Mal ein bisschen mich ansprühen, ein bisschen warten. Dann stelle ich das einfach mal zur Seite und überlege dann, ob ich den vielleicht raushole. Kommen wir hier. Absolute Blue von Colleen Om. Stelle ich auch mal auf die Vielleicht-Seite, weil mein Mann braucht immer Nachschub. Der hat einen relativ hohen Verbrauch. Von Catrice Lash Glue Eyeliner. Dann haben wir von Max & Moore noch einen Stift. Dann von, was ist das hier? Manhattan Lasting Perfection Long Lasting Lip Liner. Das ist auch von mir. Kommt auch in die Verlosung. Dann ist es auch von mir. Make-up Obsession Illuminating Stick. Auch für euch in die Verlosung. Avere de Lip Liner in so einem Orangeton, so einen zarten. Dann von Yves Rocher Volume Elixir, so ein Mascara. Basic Skin haben wir ein Produkt. Ahuhu Arganöl für gesundes, glänzendes Haar. Das macht man wohin? In die Länge und Spitzen. Ich glaube, das hole ich mir auch raus, weil ich benutze im Moment sehr viel Haaröl, weil meine Haare, die waren ja eine Zeit lang so trocken. Und seitdem ich die Haare anders wasche und Haaröl benutze, sind die viel, viel schöner geworden. So, BH Cosmetics. Was haben wir denn hier? Uhu. So. Eine Palette, ganz süß, aber nee. Hallo, was möchtest du denn? Warum bist du denn jetzt hier nicht mehr zu richtig? So. Die nächste Tüte. So, hier haben wir diesen Define Liner, den hat glaube ich auch jeder von uns schon mal gehabt. Und Basic Skin, dieser Pinsel. Duschpuff. Das ist eine coole Farbe, aber nehme ich ja nicht. Nagellack, Super Bright Nail Polish von Catrice. Dann haben wir hier ein Long Lasting Lippenstift Just Perfect, der ist aber noch zu. Revolution, das ist ein Liquid Eyeshadow. So, was haben wir denn hier noch? Isana Peel-Off Maske. Oh nein, das ist so gar nichts für mich. Dann von Catrice. Ein Lippenstift, aber war gar nicht meine Farbe. Keine Ahnung, ich denke, das wird was zum Baden sein. Hier nochmal der Christoph Rubin. Das hier ist eine hübsche Farbe als Nagellack, aber nichts für mich. So, und dann kommen wir zu der letzten Glossy Box für dieses Paket. Ich bleib stehen. Ach du liebes Lieschen, lauter Masken. So, hier haben wir eine Tuchmaske, Vitamin C und Koffein von Isana, eine Limited Edition. Dann haben wir von Isana eine Aloe Vera Maske, Melone, Limette, eine Barbie Maske, dann Get the Glow Tuchmaske von Isana. Oh,
Antifalten-Sofort-Lifting-Effekt. Aber ich mag diese Crème-Masken nicht so gerne, eine Retinol-Maske. Dann haben wir hier diese Nagelklebedinge, habe ich mal ausprobiert. Die sind ja so gar nichts für mich. Deswegen werde ich das auch drin lassen. Lip Volume Glossy Konzentrat, Plumping Effekt, Tripeptide Komplex von Schäbens. Ich benutze im Moment mein Hyaluronserum von Dalton und mache mir das auf die Lippen. Wieder ein bisschen gematscht hier, ne? Weil meine Lippen im Moment so ein bisschen trockener sind und damit sehen die einfach ein bisschen hübscher aus. Ob das hier funktioniert, keine Ahnung, aber ich hole sie mir auch nicht raus. So, hier haben wir so ein von Luvia, ein Schwämmchen. Luvia-Schwämmchen. Aber ich habe so viele von denen. So, dann haben wir hier ein Haargummi. Und hier sind so zwei Sonnenprodukte von Isana Sunkist. Einmal eine Pre-Tanning Milk und ein Goldschimmer Pflegeöl. Bleibt da drin. Und dann haben wir hier noch, was ist das denn? Von Trended Up. Einmal ein Highlighter. Essence. Protect Your Energy. Ach Gott, wie süß. Guckt mal. Das ist ja niedlich, ne? Ist noch neu. Und Miss Lean Amazing Eyeshadow Set. Voll süß, ne? Lasse ich aber auch drin. So. So, dann haben wir das Paket ausgepackt. Ne, das von Judith Williams muss ich weiter wandern lassen, weil es hat ja am Anfang ganz gut gerochen. Aber wenn das jetzt so lange auf meiner Haut ist, passt das einfach nicht zu mir. Deswegen werde ich das auf jeden Fall wieder zurückpacken. Wir gucken mal, was nehme ich denn raus? Genau, ich nehme hier das Männerparfüm für meinen Mann raus quasi. Dieses Arganöl, Duschgel und diese, was war das? Ja, Sonnencreme hole ich raus für mich. So, das sind jetzt 4 Produkte. Dann sind ja die 4 zurückgekommen. Die kann ich für euch in eine Verlosung packen. Also wenn ihr daran teilnehmen wollt, schreibt einfach in die Kommentare unten Hashtag Wanderpaket, dann weiß ich das. Ich packe euch natürlich noch ein bisschen was dabei, aber die Sachen müssen mal weg von mir. Deswegen verlose ich das an euch. Hier das Paket werde ich wieder zusammenpacken, sobald ich einen neuen Karton gefunden habe. Aber das ist mittlerweile echt ein Elend. Die Kartons, die leiden so. Sind meistens kaputt oder so mit Klebeband beklebt, dass man die mal wieder austauschen muss. Deswegen muss ich mal gucken, muss jetzt erstmal wieder suchen, dass ich was finde, wo es reinpasst. Und dann würde ich das wieder auf die Reise schicken. Dann frage ich die Mädels mal, ob sie alle noch eine Runde mitmachen wollen. Wenn ja, dann schicke ich es einfach so auf die Reise. Wenn nein, wird an dem Tag, wo ich dieses Video hochlade, auch direkt der Post auf der Community-Tab online gehen. Wenn ihr da mitmachen wollt, da steht dann, was ihr machen müsst, um dabei zu sein. Und dann würde ich sagen, sind wir jetzt auch am Ende vom Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Bleibt alle gesund und ich hoffe, wir sehen uns ganz schnell wieder. Bis dann. Ciao.